Hi Susi, mich hat mir von eurem Dilemma mit der Trauung, dem Standesamt und der Sturheit berichtet. Ich dachte, es ist ja ganz einfach, das übers Handy als Stream gleichzeitig zu senden, aber dafür brauchst du seit Beginn der Corona-Krise einen YouTube-Kanal mit mindestens 11.000 Abonnenten, den wirst du nicht haben. Aber du kannst immer noch vom Laptop aus streamen, das zeige ich gleich nachher nochmal in einem zweiten Beitrag. Und falls du es mit dem Handy einfach aufzeichnen willst, um dann auf YouTube hochzuladen, sodass die ganzen Freundinnen oder besten Freundinnen alles sehen, dann nimmst du dir einfach irgendwie so eine Klammer, die kostet bei Amazon 5 €, da spannst du das Handy quer rein. Und ich würde es auf einen Selfie-Stick drauf machen oder auf ein Stativ, das ungefähr eure Kopfhöhe hat, weil sonst von unten die Nasenlöcher gefilmt, sieht es nicht ganz so spannend aus. Aber mit dem Stick, den kann ich hier nach Belieben rein- und rausfahren. Der erreicht ungefähr 1,60 Meter Höhe. Also das ist locker die Kopfhöhe beim Sitzen. Hier unten kann man die Neigung verstellen und so. Und wenn der Klaus eh irgendein anderes Stativ hat, ist ein anderes Stativ genauso gut. Man bräuchte halt nur diese Halterung fürs Handy, das dann alles. Und dann über die Handykamera aufzeichnen, einfach mitlaufen lassen und fertig. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite kommt dann gleich.